Operation Sonnenteufel. Amerikanische und brasilianische Staatsbürger sind von einer Baustelle von Horizon im Amazonas-Regenwald entführt worden. Sie werden in einem nahegelegenen Unterschlupf von Ramon Calderon, einem bekannten Drogenboss, festgehalten. Bei ihrem Einsatz müssen sie Calderons Aktivitäten ein Ende bereiten, ohne die Zivilisten zu gefährden. Dr. Lang ist die Wissenschaftsberaterin des US-Präsidenten. Sie und Mr. Breitling können Ihnen genaueres zum Projekt Rainforest 2000 sagen. Grundsätzlich ist es so, dass wir es hier mit einem Drogenboss zu tun haben, der keine Regierungsanlage in seinem Revier haben will. Die amerikanischen und brasilianischen Behörden haben uns gebeten, ihn auszuschalten. Die meisten Probleme gab es auf der Arche, die das Herzstück aller Aktionen ist. Die Arche ist eine luftdichte, autarke Biosphäre, eine Art Miniaturerde. Wenn wir lernen, verantwortungsbewusst in einem Ökosystem von der Größe eines Häuserblocks zu leben, können wir es vielleicht auch auf der Erde schaffen. John hat mich über Ihre vorherigen Operationen informiert. Überaus beeindruckend. Sie sind sich ohne Zweifel darüber im Klaren, dass die gegenwärtige Regierung sich dem Umweltschutz verschrieben hat. In den letzten 4 Jahren haben wir eine Reihe von Initiativen in die Wege geleitet, bei denen Unternehmen mit Umweltschützern zusammenarbeiten, um so eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Entwicklung zu fördern. Das Projekt Rainforest 2000 bietet Unternehmen Anreize, Standorte im Amazonasbecken aufzubauen. Horizon hat Millionen von Dollar in den Bau von hochmodernen Forschungsstationen investiert, um in der einzigartigen Biodiversität des Regenwaldes neue Pharmazeutika zu suchen. Wegen der Probleme, die dieser Calderon verursacht, wurde die Arbeit daran vollständig eingestellt. Es ist furchtbar frustrierend mit anzusehen, wie so ein wichtiges Projekt von einer Bande gemeiner Schläger boykottiert wird. Die meisten... Dr. Lang ist... Operation Sonnen... Contact under fire. Neutralized.
Operation Geistertanz. Mitglieder einer radikalen, neomarxistischen Gruppe haben mehrere Familien im spanischen Vergnügungspark World Park als Geiseln genommen. Sie müssen bei ihrem Einsatz die Familien retten und die Terroristen neutralisieren. Die Sicherheitsaufgaben im Park werden von einer Privatfirma namens Global Security übernommen. Sie sind auch die Sicherheitsbeauftragten bei den Sommerspielen in Sydney im nächsten Monat und wollen deshalb die Berichterstattung über den Vorfall im World Park so gering wie möglich halten. Die spanischen Behörden und die Parkverwaltung sehen das genauso, als potenzielle PR-Katastrophe für alle. Wir gehen rein, holen uns die Kinder und machen uns wieder davon. Operation Geister. Waiting for orders. Status. Waiting for orders. No tangles in sight. Waiting for orders. No tangles in sight.
online. Operation Blauer Himmel. Die Phoenix Group hat im Grenzgebiet zwischen Ungarn und Slowakien einen Damm gestürmt und droht damit, ihn zu zerstören. Einer der Terroristen bietet sich als Informant an, wenn wir ihn dafür mit dem Leben davonkommen lassen. Ihr Auftrag ist es, in den Damm einzudringen, den Sprengstoff zu entschärfen und den Informanten zu retten. Der Informant ist ein Student namens Roland Kunst, dem endlich klar geworden ist, dass dies eine Nummer zu groß für ihn ist. Die wenigen Informationen, die wir von ihm bekommen, besagen, dass es einen amerikanischen Zweig von Phoenix gibt, von dem wir noch nie etwas gehört haben und dass sie eine Art Supervirus in der Hand haben. Er behauptet, dass sie nächsten Monat eine Aktion mit diesem Virus planen. Ob der Damm in die Luft gesprengt wird oder nicht, wir brauchen Kunst unbedingt. Ich werde nicht so tun, als könnte ich Ihnen Tipps geben, wie man einen Staudamm rettet. Nachdem ich gesehen habe, wie Sie mich aus dieser misslichen Lage im Kongo befreit haben, ist mir klar, dass Sie wissen, was Sie tun. Dieser Informant von John behauptet, er wüsste von einem Plan zur Verbreitung eines biologischen Stoffs in der Bevölkerung. Das klingt furchterregend. 1979 tötete eine kleine, von den Sowjets versehentlich freigesetzte Menge militärischen Milzbranderregers 68 Menschen in der Stadt Swerdlowsk.
Heute könnte die gut geplante Freisetzung eines solchen Stoffs in einer Großstadt Tausende, ja Millionen umbringen. Der Informant ist... Operation... Waiting for orders. Thank you.
for orders. Contact. Tango down. Tango down. Red neutralized.